Also ganz ehrlich, ich möchte nicht in der Haut von Jerome Powell stecken. Er hat in der Corona-Krise alles getan, was man machen kann, hat damit ein Monster erschaffen und er kann dieses Monster nicht kleiner machen oder zerstören, weil er dann seine Wirtschaft kaputt macht. Gemeint sind die massiv angeschwollenen Aktienmärkte durch die Liquidität der US-Notenbank und anderer Notenbanken. All das hat schon in der Finanzkrise begonnen, ist dann im Grunde mit der Corona-Krise nochmal auf ein völlig neues Niveau gehoben worden. Und jetzt gibt es seitens der Fed ja viele Aussagen, die sagen, also zwei Arbeitsmarktberichte, die gut sind und dann fangen wir zumindest mal das Tapern an, also die Reduzierung der Anleihekäufe. Heute die US-Arbeitsmarktdaten, daher besonders wichtig. Aber was meinte der Titel Inflation, Paul und der Crash, das will ich Ihnen hier kurz anhand eines Statements von Nouriel Roubini zeigen. Ich glaube, der bringt das relativ auf den Punkt. Die USA haben sich einen permanenten Zustand der Schuldenmonetarisierung hereinmanövriert. Das heißt, sie können letztendlich den Lebensstandard nur halten, indem sie permanent Geld drucken und neue Schulden machen. Unter diesen Umständen, so Roubini, wäre Inflation das, was die Fed umsteuern lassen müsste. Klar, wenn die Inflation weiter dauerhaft ansteigt, dann muss ich irgendwann mal die Zinsen anheben. Wenn ich allerdings die Zinsen anhebe, dann crashe ich den Aktienmarkt. Wenn ich den Aktienmarkt crashe, dann schade ich der Wirtschaft massiv und damit schadet die Fed im Grunde ihrem Auftrag, der sagt Maximum Employment, also maximale Beschäftigung und eben Preisstabilität. Naja, mit der Preisstabilität haben sie es derzeit nicht so, aber deswegen der Rückzug auf den US-Arbeitsmarkt. Aber insofern, und da sagte Roubini weiter, ja, wenn jetzt die Inflation ansteigt, dann wird die Fed alles tun, um das zu negieren, um das runterzuspielen, weil sie weiß, sie wäre sonst mit ihrem Latein am Ende und würde mit Zinsanhebungen eine schwere Rezession auslösen. Das genau ist der Punkt. Und jetzt schauen Sie sich unten bitte mal die Aussagen von dem Andrew Agassi für Arme an. Das ist Neil Kashkari, das dovischste Mitglied von der Fed, der sagt, das meiste der hohen Inflation sind in ganz wenigen Sektoren, ist falsch, hatte ich mehrfach schon in Grafiken gezeigt. Die Wirtschaft wird wieder zur Normalität zurückkehren, dann werden auch die Preise wieder zur Normalität zurückkommen und er sieht keine Evidenz, dass hier wirklich die Inflationserwartungen auch dauerhaft steigen. Also das klingt alles so ein bisschen wie das, was Nouriel Roubini hier sagt. Die Daten sprechen eine andere Sprache dazu, gleich mehr. Jetzt hat aber, und das zeigte, wie delikat die ganze Geschichte ist, Joe Manchin, das ist vielleicht der wichtigste Abgeordnete im US-Senat. Warum? Weil er in einem Bundesstaat gewählt wurde, der traditionell republikanisch ist. Er selbst ist zwar US-Demokrat, ist aber praktisch der Vermittler zwischen US-Demokraten und US-Republikanern, damit überhaupt irgendwelche Entscheidungen getroffen werden können, angesichts eines Stimmverhältnisses von 50 zu 50 im Senat. Und Manchin hat jetzt einen offenen Brief geschrieben an die Fed, an Paul, und hat gesagt, also hört jetzt auf mit dieser ultralaxen Geldpolitik. Da kommt also politischer Druck. Nun ist die Fed eigentlich angeblich unabhängig, also ein absolutes No-Go, könnte man sagen, von Manchin. Aber es zeigt, man macht sich hier Sorgen, Manchin macht sich Sorgen über Inflation, über eine Erhitzung, Überhitzung der US-Wirtschaft. Also die ganze Geschichte wird jetzt spannend. Jetzt schauen wir uns mal aktuell so ein paar Inflationskennziffern an, zum Beispiel Containerpreise von China an die Westküste der USA. Nach wie vor absolut raketenmäßig nach oben, überhaupt keine Eindämmung ist sichtbar, passiert immer wieder, dass die Preise weiter steigen, weil eben das Grundproblem nicht verschwindet. Die Lieferketten sind nach wie vor angespannt. Jetzt verschärft sich die Corona-Situation in China, dazu gleich mehr. Jetzt sehen wir, dass wir einen neuen Trend haben, auch bei Wages and Salaries, also bei Löhnen. Das geht jetzt nach oben. Wir haben eine Dekade hinter uns gelassen, als die Löhne tendenziell gefallen sind. Die Historie zeigt, dass nach einer Pandemie die Arbeitnehmer tendenziell gute Karten haben, Arbeitgeber dagegen Probleme bekommen normalerweise, weil einfach der Arbeitskräftemangel ein Stück weit da ist. Und wir haben ja jetzt eine Verschiebung in Zeitlupe, auch in Deutschland, hin zu Arbeitnehmern, weg von den Arbeitgebern. Erinnern sich Schröders Hartz-IV-Reformen, da waren die Arbeitgeber stark, konnten diktieren. Das ist nicht mehr so in vielen Bereichen, in vielen Branchen, auch in Deutschland eben nicht mehr so. Jetzt kommen wir mal zur Inflation und zu den harten Daten der Wirtschaft oder zu den Wirtschaftsdaten. Hier sehen wir das, was wirklich nach oben völlig ausreißt. Das sind
die Abweichungen von den vorherigen Erwartungen in Sachen Inflation. Der Inflation Surprise Index schießt nach oben, während der Economic Surprise Index, also die Abweichung von den Erwartungen bei den Wirtschaftsdaten, die ist eher mau, ist der negative. Da ist also eine Riesenspanne. Obwohl die Wirtschaftsdaten schlechter reinkommen, steigt die Inflation weiter. Wie kann das sein? Könnte man das vielleicht als Stagflation bezeichnen? Und jetzt schauen wir uns mal an, wie die Märkte hier reagieren. Unten zunächst mal harte Daten, weiche Daten. Harte Daten sind zum Beispiel US-Arbeitsmarktdaten, wo ich eine Zahl habe, wo ich sagen kann, okay, so und so viele Menschen haben einen Job bekommen, so und so viele sind arbeitslos, etc. Weiche Daten sind Stimmungsindikatoren, Verbraucherstimmung, solche Geschichten. Die sind deutlich besser, aber auch zuletzt ein bisschen nach unten gegangen. Und interessant ist, obwohl der S&P 500 gestern mal wieder auf einen neuen Allzeithoch geschlossen hat, der Nasdaq auch, unter übrigens dem dünnsten Volumen, das wir in diesem Jahr gesehen haben, oder es ist auf jeden Fall einer der 3-4 Handelstage mit dem dünnsten Volumen, aber sei es drum, wir sehen, dass der Corporate High-Yield-Markt das Ganze nicht mitmacht, also die sogenannten Junk-Bonds. Da sehen wir, dass eine Abweichung stattfindet. Für mich ist das immer das erste Zeichen, dass möglicherweise die Dinge ungemütlich werden, wenn die High-Yield-Bonds, wenn die Renditen für Junk-Bonds, für Unternehmensanleihen mit sehr mäßiger Bonität deutlich steigen. Und das tun sie derzeit. Wir sehen hier also eine Divergenz zwischen eben dem S&P 500 und den Junk Bonds. Und wir sehen eben auch diese Divergenz, dass, ich hatte das schon mal gezeigt, diese Early Cycle, diese Frühzykliker nicht mehr so wirklich gut laufen, auch wenn gestern zyklische Werte tendenziell gesucht waren. Und heute kommen 14:30 dann jetzt die Arbeitsmarktdaten, Erwartung so um und bei 870.000. Dann Arbeitslosenquote 5,7%. Wichtig auch dann die Average Earnings 0,3% zum Vormonat und zum Vorjahr 3,8% erwartet. Also das wird ein Hingucker in vielerlei Hinsicht. A, weil die Fed eben mehrfach gesagt hat, ja, so zwei Arbeitsmarktberichte, die gut sind, dann dürfte das Tapering beginnen. Paul hat gesagt, ich will starke Arbeitsmarktdaten sehen, dann ist dieser Substantial Further Progress, wie er es genannt hat, dann endlich erreicht. Also das ist das, was er sehen will. Hier haben wir mal Big Data, verschiedene Quellen, wie man die Daten erwarten kann. Google Mobility eher schwach, eben auch wegen Corona in den USA. Wir sehen dann aber Census Small Business Pulse, da sehen wir, dass wir möglicherweise sogar 1,2 Millionen Stellen sehen könnten. ADP war jetzt am Mittwoch relativ schwach, ADP Arbeitsmarktbericht mit 300.000 neuen Stellen. Also es ist tricky diesmal, die Erwartungen sind sehr, sehr weiträumig zwischen 300.000 Stellen und 1,2 Millionen Stellen. Das wird ein Hingucker. Jetzt gibt es noch dieses Thema Infrastruktur, CBO, das Congressional Budget Office. Praktisch das Haushaltskomitee des Kongresses hat gesagt, okay, hier für eure Infrastrukturgeschichte, die jetzt immer noch auf Eis liegt, immer noch nicht durch ist, da ist nach wie vor das Ringen der Fall. Jedenfalls würden da 256 Milliarden Dollar fehlen. Nicht ganz klar, ob pro Jahr gemeint ist oder insgesamt. Jedenfalls sehen wir, dass das natürlich für die Commodity Prices, also für die Rohstoffpreise, sehr wichtig wäre, wenn diese Bill kommen würde, diese Infrastrukturmaßnahmen kommen würden. Wir sehen, dass unten zum Beispiel die Commodity Prices in Relation zum S&P 500 Index, also praktisch Rohstoffe zu Aktienmärkten, auf historischen Tiefs sind, aber auch zum Dow Jones hier, Commodities zum Dow Jones auch auf historischen Tiefs. Ist das eine Gelegenheit, eine Generationsgelegenheit, wie Jesse Felder hier sagt? Wahrscheinlich, möglicherweise, denn Aktien sind sehr hoch bewertet, in Relation sind dazu Rohstoffe nicht so hoch bewertet, aber was ist, wenn die Wirtschaft wieder ein bisschen absäuft wegen Corona? Was ist, wenn das Infrastrukturprogramm doch nicht kommt? Das ist eben das Problem. Insgesamt sehen wir, dass die Amerikaner nur 1,6% ihres BIPs in Infrastruktur stecken. Durchschnittliche Nationen in Europa 2,9%. Der Chinese sogar 6,1%, gell? Also der ist da sehr, sehr fleißig.
Also das wäre schon angebracht. Aber jetzt eben abschließend, wie gesagt, Corona, ein echtes Thema. Wir sehen hier, dass die Zahlen in den USA weiter steigen. 7-Day-Average bei über 100.000 jetzt. Ziemlich rapide gestiegen. Die Hoffnung ist, dass es ähnlich läuft wie in UK und Indien. Da sehen wir, dass so um und bei nach 50 Tagen nach dem ersten steilen Anstieg dann der Peak erreicht ist und dann die Zahlen abnehmen. Wird das der Fall sein? Wir werden es sehen. Und China hat jetzt die höchste Zahl heute gemeldet im Laufe dieser neuen Welle. Und in Yangzhou im Osten Chinas, da hat man praktisch alle Verkehrsverbindungen nach außen gekappt erstmal. Also das dürfte darauf hindeuten, dass A, diese Lieferschwierigkeiten bleiben, dass bestimmte Transportwege nicht mehr so funktionieren und dann eben auch das Inflationsthema nicht sofort verschwindet. Und wir sehen schon Spuren, auch was die Erwartungen betrifft. Hier IFO heute Morgen rausgekommen mit den Produktionserwartungen im verarbeitenden Gewerbe, rückläufig. Also möglicherweise ist das Beste jetzt schon abgefrühstückt. Ob das für die Aktienmärkte gilt? Goldman Sachs hat gestern ja ein neues Kursziel nach oben ausgegeben, hat aber vor zwei Wochen gesagt, wir haben ungefähr ein Fünftel unseres Aktienportfolios verkauft. Irgendwie passt das nicht so ganz zusammen, aber Schwamm drüber. Heute die Arbeitsmarktdaten werden sehr wichtig, weil eben die Fed so vieles daran geknüpft hat. Die letzte Ausrede ist der Arbeitsmarkt. Wenn der jetzt wirklich noch sehr, sehr stark ist, dann fehlt das Argument, nicht zumindest mit Tapering erstmal zu beginnen, von Zinsanhebungen gar nicht zu sprechen. Die werden wir wahrscheinlich nie sehen, weil die Fed genau weiß, dann crashen die Aktienmärkte und dann ist diese Riesenbubble, die sich da aufgebaut hat, die amerikanischen Aktienmärkte, die sind über 50 Billionen Dollar schwer. Das ist schon eine gewisse Hausnummer. Da hängt viel dran. Dementsprechend wird die Fed nicht anders können, als zu negieren, zu leugnen. Aber Inflation ist die Gefahr schlechthin für die Märkte. Und jetzt wollen wir erstmal um 14.30 Uhr sehen, wie die US-Arbeitsmarktdaten ausfallen bei finanzmarktwelt.de. Dort finden Sie auch die gestrige Folge von Boom und Bust mit Thorsten Polleit. Ein absoluter Hingucker, wie ich finde. Jetzt erstmal einen guten Start in den Freitag. Wir sehen uns 14.30 Uhr. Servus, ciao.